Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario so Origami King. In der letzten Folge haben wir die Wüste durchstreift und sind jetzt in Sham City, was ein bisschen aussieht wie Las Vegas irgendwie, finde ich. Und jetzt sind ganz viele kleine Shy Guys mit ihren komischen Masken. Heißen die anders als die anderen Shy Guys eigentlich? Weiß ich gar nicht, aber wir fragen erstmal, was die hier so machen. Verzeihung, dies ist ein VIP-Eingang zur Wüste. Nur Hotelgäste mit Schlüssel haben Zugang. Also wenn es hier nicht irgendwas zum Spielen gibt, irgendwelche Spielautomaten oder sowas, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. So, Stiefelmobil, Herr Ober, nee, was sind das für Leute, die auf Sachen aufpassen, auf Autos? Oh, sauber eingepackt, danke. Hab sogar eine Münze dafür bekommen. Ja, also ich bin hier fürs Parken zuständig, aber ich habe keine Lust. Wenn du selbst einparkst, bekommst du vielleicht ein Trinkgeld. Ja, man kann, so kann man sich ja endlos Geld hier einfach farmen. Ach, pass auf. Ne, war nicht gut eingepackt, sagst du? 3 Münzen verdient, weil ich 3 mal eingepackt bin. Nice. Ey, willkommen in Sniff City. Eine Oase von und für Sniffets. Ah, guck, das sind Sniffets und keine Shy Guys. Aber war das nicht Sham City? Naja, vielleicht hast du mal einen anderen Namen für diesen Ort gehört. Den kannst du vergessen. Hä? Das ist auf jeden Fall eine richtig schöne Stadt. Bei so vielen Einwohnern müsste sich doch jemand finden lassen, der uns mit diesen seltsamen Zeichen helfen kann, Mario. Stimmt, hier stehen doch auch komische Zeichen drauf, oder nicht? Ja. Hey, kannst du das vielleicht lesen? Nee, Mann, keine Ahnung, was da steht. So ein Toad hat das mal übersetzt, aber ich hab's schon wieder vergessen. Okay, ein Toad. Wir suchen einen kleinen Toad. Sniffet links, Sniffet rechts, das ist Sniff City. Okay, also der offizielle Name ist Sham City, aber die Sniffets haben das hier anscheinend eingenommen und sagen jetzt, yo, unsere City. Oh, und der kleine Sniffet hier hat leider keinen Kompagnon, um mit ihm zu wippen. Komm, ich helfe dir. Ja, Wipp-Action! Blub, blub, blub. Bist du jetzt wieder happy? Oh, zu schwach, ich will richtig abheben. Stärker, stärker! Und er ist voll sad. Oh Mann. Okay, ich muss mich jetzt erstmal um den Typen kümmern. Das ist mir gerade ein Anliegen. Ich kann nicht zugucken, wie ein Sniffet hier traurig umherblickt. Hallo, bist du ein Hotel? Ja, aber niemand. Also bin ich einfach eingezogen. Keine Mieter und eine lesende Teppichauswahl. Okay. So macht man das ja, glaube ich, wirklich in Niederlande oder so? Nein, Niederlande weiß ich gar nicht. Aber in irgendeinem Land macht man... In Dänemark, glaube ich. Oh, ich habe keine Ahnung. Aber in irgendeinem Land ist das wirklich so, wenn ein Hausbesitzer für ein paar Monate nicht zu Hause ist, dann darf man einfach da einziehen. Und dann gehört einem das Haus, wenn das nicht irgendwie abgemeldet worden ist oder so. Irgendwie sowas war da. Aber gefährliches Halbwissen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, welches Land ich meine. Und ob das überhaupt stimmt. Oder ob ich mir da irgendein anderes Märchen aufgelesen habe. Naja. Lass dich nicht von mir stören. Ich lass mich von dir ja auch nicht stören. Weltfremde Sniffets beim Beschnüffeln von bettenbelästigen Manieren haben manche Leute. Okay, aber er liegt hier gerade schon so. Wollen wir vielleicht was anderes machen, außer nur schnüffeln? Oh ja, komm gleich her, du kleiner Sniffet. Oh, das war geil. Puh. Aber auch anstrengend. Erstmal weg hier. Aber wir müssen doch irgendwie auf dieses Haus rauf können. Hier, gefunden. So, kleiner Sniffet. Ich hoffe, du bist ready für den Abflug deines Lebens. Aber erstmal müssen wir den Toad hier retten. Oh, dieses Versteck war Gold wert. Haha, weil hier alles golden ist. Die sind auf jeden Fall Witch. So, Sniffet. Are you ready? Hier kommt der Mario 360 No-Scope Jump des Todes. Und er ist tot. Wir kriegen noch den anderen Toad. Genau das ist doch, was du dir gewünscht hattest, oder? Komm hier bloß nicht mit. Ich hab's ja gesagt. Die sind voll süß und so. Und ein bisschen trottelig. Die sind wie so ein Hoverboard, ein bisschen ratlos. Oh, danke! Ich war hier seit einer Ewigkeit gefangen. So behandelt wird kein VIP. Jetzt muss ich mich erstmal in einer luxuriösen Villa in Totan erholen. Hm, komm irgendwann mal vorbei, ja? Ah, das war einfach ein Witch Boy. Ah, macht sich das Wasser so schön. Also eigentlich immer so ohne Sonne. True. Und endlich mal ein Laden. Edelex, wir sehen Edelex 93. Ich verkaufe Zubehör. Es ist ein gutes Zubehör. So mehr fällt mir nicht in meiner Sache. Oh nee, ich habe gar nicht genug Geld dafür. Guck mal, ich kann mir das jetzt schon nicht leisten. Wir brauchen 20.000 und ich habe nur 18.000. Was machen wir denn da? Oh nee, was machen wir denn da? Oh nee, ich weiß es doch nicht. Also wir nehmen auf jeden Fall die beiden günstigeren mit, weil Zubehör ist wirklich wichtig. So, mehr Leben, mehr Verteidigung. Hier kann man immer nur eine Glocke aktivieren. Das ist echt belastend. Naja, fürs Erste brauchen wir es ja nicht so unbedingt. Und guck mal, wir kommen gar nicht da hinten hin. Und ich sehe da einen Stapel an Toads, wenn ich das richtig sehe. Da, das Ding, was sich da hinten bewegt. Ist das ein Stapel Toads? Ah. Habt ihr hier... Ja, ja, also meine Glocke sagt, das ist ein Stapel Toads. Aber ich komme da nicht rüber.
Sorry, kleine Toads, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann euch noch nicht reden. Später vielleicht. So, was geht hier rechts ab? Oh, du bist nicht der einzige Besucher in letzter Zeit. Bin mir ziemlich sicher, dass es ein Toad war und kein Sniffet. Komischer Kauz. Toad und kein Sniffet. Die verkleidet sich bestimmt ein Toad als Sniffet. Hallo, kannst du das lesen? Nee, ich kann das nicht lesen, aber es ist bestimmt wichtig. DJ Toast groovige Platten gibt's hier auch noch. Der Laden rechts ist der beste. Ja, ich gehe in den Laden. Erstmal Laden abchecken. Hier ist einfach gar nichts drin. Bester Laden aller Zeiten. Aber Geld kriegen... Nicht mal Geld hat er. Wurde schon ausgeraubt anscheinend. E-Lasten, die nehme ich mit. Danke. Ach warte, das hat das Schild gesagt, ne? Ist da ein Toad hinter versteckt? Ja, hallo. Lol, ey. Tja, ich hab mir gedacht, wenn ich hier schon festsitze, kann ich auch gleich etwas Werbung machen. Mir gehört der Laden nebenan, komm doch mal vorbei. Oh ja, lol, okay. Deswegen hat er das gesagt, der Laden rechts ist der beste. Ich dachte, das wäre einer der Snippets davon gewesen, aber nein. Oh, hier kriegen wir auf jeden Fall ein Schätzchen. 13.000! Oh mein Gott, ich muss viel mehr kämpfen. Und dann hoffe ich einfach mal, dass wir hier durch die Kämpfe noch mehr Geld bekommen als sowieso schon. Oh, hier haben wir auf jeden Fall DJ-Laden. Der DJ-Besitzer fehlt leider. Oh. Vielleicht ist der ja in der Jukebox drin. Nee. Hier soll aber irgendwo ein Toad sein. Vielleicht ist da dieses Spielzeug. Vielleicht ist da unter den Kassetten. Oder irgendeine von... Da sehe ich ihn doch. Aber wie komme ich da hin? Kann ich hier rüberhüpfen? Ja, hallo. Bist du der Ladenbesitzer? Ah, besten Dank. Kaum jemand kauft doch Musik auf Tist. Ich dachte, ich muss für immer so bleiben. Ich bin sowieso überrascht, dass es den Laden noch gibt. Meistens ist der Besitzer gar nicht da. Er ist nicht wieder besitzt. Oh, nö. Ich hätte jetzt gerne Musik gekauft. So, und wo geht das hier hin? Nur eine Schatztruhe. Ui, eine Bank. Olivia, was hast du zu erzählen? Ach, auch ohne Sonne ist es ja echt hell an diesem Ort. Ich wette, hier kriegt niemand je ein Auge zu. Schade. Diesmal hat sie nichts Cooles gesagt. Dann sagt sie immer coole Sachen. Hallo, das sieht mir aus wie ein Toad. Yep. Muss ich dich rausziehen oder rausdonnern? Wie kriege ich dich da raus? Ah. Oh, hast deinen Hammerschlag, Mario. Respekt. Danke, danke, gerne, gerne. Früher soll dieser Ort mal anders geheißen haben, Shrimp City. Jedenfalls war er verlassen, als wir Sniffets gekommen sind. Wer findet Stuff verhalten? Okay, ja, guck, die haben sich ja nämlich wirklich einfach eingelagert. Hab ich mir doch gedacht. Aber was dann Shams sind? Keine Ahnung. Sind das auch irgendwelche NPCs? Sind bestimmt irgendwo eingesperrt worden oder so. Oh, ich sehe aus wie eine Blume, weinerlich jedoch total verdorrt. Zeit, den Spieß umzudrehen. Jetzt will er äußerlich verdorrt sein und innerlich eine Blume? Oder wie soll ich das verstehen? Hä? Egal. Gut, dann ab in den Palast, ne? Hallo. Ah, willkommen im Palasthotel Sniff City Reisender. Mal gucken, ob wir da überhaupt rein dürfen. Sieht gut aus. Oh mein Gott. Er hat auf jeden Fall einen Schlüssel. Hier geht's ja richtig ab. Oh, endlich mal auschillen hier. Oh, der Typ fleht sich auf meiner Liege. Und ja, ich weiß, dass da noch eine andere frei ist. Boah, das ist genau meine Musik. Ich krieg von meiner Umgebung fast gar nichts mehr mit. Ja, aber hier ist der blaue Sniffet, der hätte gern diesen Platz. Nicht mal das kriegst du mit, oder was? Okay. Von mir aus. Bam, bam, bam. Ey, DJ, leg mal was von dem Wendler auf. Oh, Moment, ich nehme ja gar keine Musik für Charm. Switch up. Ich tanze, wie ich will. Mir doch egal. Richtige Einstellung. Oh, gib dir den mal. Surft auf den Springbrunnen. Wo hat der überhaupt das Surfbrett her? Oh, stimmt, das Surfbrett ist auch irgendwas. Das ist ein Toad, aber was für einer? Aber ich komme da auch gar nicht ran, ne? Tja, muss man wahrscheinlich irgendwie das Wasser abstellen. Können wir hier... Oh, man kann überall rein. Hallo, was machst du hier so alleine und bist nicht bei der Party? Oh, ich habe ja was gefunden, was dich vielleicht interessiert. Guck einfach mal an der Rezeption. Für mich? Wieso schenkst du mir das einfach? Dann haben wir hier oben... Ah, hier kommen wir raus aus dem Fenster, damit wir diesen einen Block mitnehmen können. Oh, 1000 Münzen, why not? Und hier auf der anderen Seite ist noch ein Tütchen versteckt. Hallo. Habe ich eine Poolparty verpasst? Dann kannst du mich gleich wieder zusammenfalten, Mario. Was haben wir links? Links ist nicht offen. Super sad. Ist auf der DJ-Platte vielleicht auch noch irgendwas? Ist das ein Hotdog? LOL! Ja! Das ist ja das Beste. Und juckt die trotzdem nicht. Wie wär's mit der zweiten Platte, damit du ein richtiger DJ bist? Er tut nur so. Da unter ist ein Tütchen. Tötchen, willst du einmal... Hallo. Warum so sauer? Oh, ich hab 10 Mal dein NES-Frühstücksmuseum verpasst. Du ein Scheiß, ich bin so viel... Oh, willkommen, willkommen. Es ist immer wieder eine Freude, Reisende zu empfangen. Leider sind wir im Moment völlig ausgebucht, aber alternativ können sie in der Wüste übernachten.
Aber da ist doch noch ein Schlüssel. Ich sehe den doch. Und eigentlich brauchen wir nur jemanden, der diese komische Schrift lesen kann. Und der soll hier als Gast sein. Stimmt das? Ah, der Professor Taut. Arbeiten Sie etwa mit dem zusammen? Er ist aber leider gerade nicht hier. Aber wenn Sie Kollegen sind, dann nehmen Sie doch diesen Schlüssel hier. Wuhu. So einfach geht das. Man muss einfach nur sagen, jo, wir sind Kollegen. Mario, wir sollten bei ihm einbrechen. Gute Idee, Olivia. Hä? Gleich die erste Tür? Oder haben wir einen Schlüssel, wo wir überall reingehen können? Warte, was? Ich wollte eigentlich erst irgendwo hingehen, wo wir falsch sind, aber gut. Erstmal das Bett prüfen. Das ist immer das Erste, was man im Hotel macht. Tja, Mario, siehst du irgendwas, was uns helfen könnte? Ich schau mal, da haben wir auf jeden Fall ein Tagebuch und in der Minibar sind bestimmt Haribo-Bärchen drin. Forschungsbericht Tag X. Endlich ein Hinweis. Der Schlüssel zu den Geheimnissen der alten Falter. Neulich entdeckte ich einen uralten Schatz. Vielleicht erweist er sich als entscheidend für meine Forschung. Grob übersetzt handelt es sich um Sonnenräucherwerk und es scheint Teil einer Zeremonie zu sein. Für einen fairen Preis erhielt ich das Sonnenräucherwerk von dem Sniffet. Meine Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich werde mich nun zum Solaraltar begeben. Aber da waren wir doch schon. Und da war kein Toad. Aber hier an der Wand sehen wir zum Beispiel, dass ein Toad hier anscheinend der König ist. Also die Sniffets gehören hier eigentlich gar nicht hin. Ein zum Mensch gewordener Toad ist hier, glaube ich, der König eigentlich. Aber können wir jetzt wirklich in jede Tür einfach rein? Hallo, wieso schließt du nicht ab? Was machst du hier? Hä? Was ist ein alter Falter? Irgendwer im Zimmer nebenan redet die ganze Zeit davon. Die Wände hier sind viel zu dünn. Okay, hier haben wir eine Pyramide. Ich glaube, das ist hier alles noch wichtig. Im Hotel, wenn wir später irgendwo reingehen sollen. Das ist bestimmt ein Rätsel. Aber da wir es noch nicht lesen können, ist das erstmal egal. Die Vase ist garantiert ein Toad oder in ihr ist ein Toad. Von mir aus auch so rum. Hey, wow! Dieser Weckruf war der Hammer! Was für ein Service hier! Gerne, gerne. Hallo, wo ist mein Trinkgeld? Frechheit. So, linke Seite. Hallo. Ah, dieses Hotel hat zu lange vor der Stahlkraft seiner Wandgemälde gezerrt, wenn man mich fragt. Das zu... Da ist offen. Und auch hier ist wieder so ein zum Mensch gewordener Toad. Okay, interessant. Dann schauen wir noch ganz schnell nach oben. Auch hier, überall Geschichte. Okay, lass mal versuchen, das zu übersetzen. Also, das ist klar, das sind die vier Türme. Die müssen alle aktiviert werden, so wie Leuchttürme. Und dann strahlen die halt in die Mitte irgendwas an. So, genau, die strahlen das an. Alle vier sollen das machen. Bliblablub. Dann kommt der Feuerphönix. Das wird das Pentagon sein, den wir dann besiegen müssen. Dann kriegen wir auch die Pentagon-Fähigkeit. Und das hier ist ja eigentlich dieses Sing-Sang-Dingsbums. Vielleicht müssen wir dann das richtige Lied singen und dann passiert irgendwas. Dann erscheint vielleicht der König, aber der hat keine Krone auf. Kommen wir hier vielleicht mit unserem Schlüssel rein? Ich vermute nicht. Oh, Verzeihung. Aha, guck. Erst meinte er nämlich, hier wäre der Professor drin. Und jetzt hat er aber gesagt, der ist unten in einem schlechteren Zimmer und er hat irgendwas verwechselt. Bin ich aus Versehen den richtigen Weg gegangen. Tja, okay, also Professor suchen, ne? Und ich sehe gerade, wir können hier über die Boxen links rüber. Ob uns das irgendwas bringt? Ja, hier können wir auf jeden Fall das Wasser abstellen. Und wer... hallo, hallo, kleine Maus. Und tschüss, kleine Maus. Ach, das mussten wir sogar machen, damit wir das Pergamentor-Ding hier bekommen. Lol. Ist klar. Und wenn wir dann das Wasser abgestellt haben, dann... Hä? Okay, wir... Okay. Whatever. Dann kommen wir auf jeden Fall an den Toad ran, der da so ein Surfbrett ist. Let's go. Drehen. Lupp. Party zu Ende. Oh Menno, was ist mit meiner Welle passiert? Naja, Springen von Surfen ist sowieso schon out. Ich gehe auf ein Zimmer und surfe in der Wanne. Du. Nein, nicht mit dem Schlüssel. Oh, lass doch den Schlüssel hier. Ah, bist du ein krasser Toad oder bist du ein ganz normaler Toad? Ein ganz normaler Toad. Ah, Surfen macht nicht so viel Spaß, wenn man das Brett ist. Aber damit ist es vorbei. Ich bin frei und niemand wird mich mehr ausnutzen. Ich bin schließlich für eine Konferenz zum Thema Investitionen gereist. Irgendwas mit den Pyramiden hier. Na, haben wir genug geredet. Hier, das ist für dich. Ja, Lebensupgrade. Okay, das hat sich mehr als gelohnt. Jetzt haben wir schon 155 Leben. Also im Kampf zumindest. Oder sogar 165? Irgendwie so. Gut, dann lass doch mal das Gin-Haus angucken. Aha, das ist noch gar nicht fertig, ne? Eröffnung demnächst. Warum dieses große L oben drauf ist, ist auch ein bisschen merkwürdig. Also da steckt bestimmt Luigi dahinter. Aber was der hier genau vorhat, gar keine Ahnung. Tja, aber viel mehr kann ich hier ja gar nicht machen, oder? Also hier ist nichts, wo ich irgendwie hochhüpfen könnte oder sonst was. Die Treppe hier ist zugesperrt. Wenn ich hier runterhüpfe, dann bin ich wieder da, wo ich vorher war. Da oben komme ich noch nicht hin. Ja, dann müssen wir wieder zum Sonnentempel, ne? Weil da meinte ja der Professor hingegangen zu sein.
Und der Sonnenaltar ist aber doch das Teil hier hinten. Aber keine Spur von einem Toad. Das Einzige, was ich dazu bekommen habe, ist ein Schlüssel. Aber ja, wieso sollte das was verändern? Wo ist hier der Toad, der irgendwas machen soll? Hä? Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall der Sonnenaltar hier. Einen anderen Sonnenaltar kenne ich nicht. Dann kann ich mir nur vorstellen, dass dieser eine Sniffet, den wir jetzt hier weggejagt haben, irgendein interessanter Sniffet war. Eventuell ja sogar der, der hier oben links am Wohnening ist. Leider nein, leider gar nicht. Ah, hier war vorher nämlich zu. Ja, keine Wände zum Surfen, aber das macht auch Spaß. Toll, also okay. Es hat sich zumindest gelohnt, dass wir hier nachgeguckt haben, dem entgegen, dass wir einen Schatz gefunden haben und einen weiteren Teil der Story hinten sehen können. Also die haben hier irgendwie Öl gefunden und sind alle reich geworden. Wie man das halt so vermutet in der Wüste. Aber das bringt mir alles nichts, weil ich nicht weiß, wo dieser Professor ist. Aber vielleicht weiß er die Rezeption noch irgendwas. Da fällt mir noch was ein. Ihr Kollege schien ein besonderes Interesse an einem unserer Dekoartikel zu haben. Ich wollte zwar nicht verkaufen, aber Ihr Kollege war sehr hartnäckig. Also habe ich ihm das gute Stück für einen möglicherweise leicht überhöhten Preis überlassen. Aber da ich deswegen ein schlechtes Gewissen habe, warum nehmen Sie nicht auch einen? Hier, kostenlos. Ah, da ist das Räucherwerk. Okay, das sieht aber anders aus, als ich dachte. Das ist ja eher so ein Dufträucher-Zünd-Dingsbums. Dann muss man das vielleicht auf irgendeinen Altar raufstellen. Ah, in den Sand natürlich. Ja, jetzt macht alles Sinn. Aber der Typ hier rechts, der hat auch gesagt, dass die Rezeption irgendwas für mich hat. Hm, egal. Vielleicht war es ja jetzt dieses Räucherding. So, dann jetzt aber nochmal zum Solaraltar. Dann sollte das alles weitergehen hier. Here we go again. Hier ist ja sogar Feuer. Das ist ja schön. Sie sagt, ich soll mein Spiel okay, hier passiert irgendwas Krasses, habe ich so das Gefühl. Leute, dann war es das mit dieser Folge. Wir haben jetzt nur in der City ein bisschen rumgerätselt, was wir machen müssen und so. Aber sie meinte gerade, ich soll hier speichern. Hier wird irgendwas Cooles passieren. Deswegen würde ich sagen, was das mit dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, tschüss, ne?